Und dann, wumm, schieße ich mit dem Teppich empor zurück zur fliegenden Insel. Aber da war alles, ich weiß auch nicht, mädchenfiziert. Und dann, plötzlich, hat mir das Vieh eins über den Schädel gegeben. Bist du sicher, dass es sich so zugetragen hat? Ja, oder nein, das mit der Verwandlung war später. Aber ich wurde K.O. geschlagen, oder? Meine Erinnerungen sind bruchstückhaft, verschwommen. Moment, alles war verschwommen. Und dann habe ich mir gesagt, besuchst du mal deinen alten Freund, den roten Piraten. Du warst mir immer der Liebste. Und dann ändert auch nichts, dass dich unser Freund da drüben in Ketten herbringen musste. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Book of Arendation 2. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge. Ihr erinnert euch, da gab es doch diese nette Siri hier, wo wir von Alistair geschenkt bekommen haben. Ich habe mich so totgelacht. Ich habe es mir danach nochmal angehört und habe mir dann einen kleinen Klingelton für mein WhatsApp rausgeschnitten. Also, wenn mir jetzt jemand eine WhatsApp nachdrückt, dann kommt... Dumm, de do de lüt. Oder halt eben... Dudel dudel lüt. es ging mir halt eben irgendwie nach und ihr könnt einen guten Rick fragen, also dass ich dieses Dudel-Lüdel-Lüd. Ja. Das ist nicht korrekt. Ja, oder so. Wenn es euch auch interessiert, schreibt mal einfach eine private Nachricht, entweder auf Twitter, E-Mail, Facebook, whatever. Dann schicke ich euch auch den Klingelton. Das ist, ja. Ist auf jeden Fall eine unheimlich nette Sache. Gut, kommen wir aber zur heutigen Runde. Wir sind beim Roten Piraten und, Hoshile. Du hast so mehr viel schöne Sachen hier als wie vor früher. Meine magischen Artefakte sind meine Kinder? Schätze sind viel wert und mächtig und schrecklich. Wo sind die ganzen Wachen hin? Sollte das hier nicht alles bewacht werden? Ach, was ist mit dem Artefakt des Schicksals? Das fehlt mir noch. Und ich will es haben. Die Stimme kenne ich doch. Ist es nicht hier Herr Paschulke, früher aus Löwenzahn, oder? Der Nachbar? Ich kenne... Ja, genau, der Herr Kraus heißt er. Oder Kraus heißt er. Hat er auch in dem Astro-TV-Film damit doch gespielt, doch. Der Krieg habe ich nicht gefangen. Kein Kopf. Kopfgeldjäger kann mich fangen. Sasi konnte das nicht und der da auch nicht. Du bist hier. Und du warst gut verschnürt, als du ankamst. Ja, es war nur eine augenblickliche Unaufmerksamkeit meinerseits. Seit du mir damals die Mary gestohlen hast, wollte ich dich kriegen. Und der kleine Teufelskerl kriegt dich in ein paar Tagen. Guter Mann! Ich hab die Mary nicht gestohlen und sie hat mich nicht gekriegt. Ich bin gar nicht hier. Steckt da irgendjemand drin, den wir kennen, oder? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo das Artefakt ist. Ivo und der Erzmagier haben das Artefakt versteckt. Ich weiß nicht, wo es ist. Doch, du weißt es. Denn wenn nicht... Dann könnte ich dich ja gleich von der Insel schmeißen lassen. Das ist schlecht. Also schön, ich weiß es. Ich verrat's dir, wenn du mich gehen lässt. Mit 4 Kisten Gold. Ich hätte da einen Gegenvorschlag. Ich lass dich am Leben. Oder, nein, sagen wir, ich gestatte dir einen schnellen Tod, wenn du mir sagst, wo es ist. Ein gutes Angebot. Wenn das dein bestes Angebot ist, ist es Zeit für eine schnelle Flucht.
Ich schlage auch kleine Leute mit Brille. Am liebsten sogar. Also gut, du hast es nicht alles gewollt. Oh, Scheiß. Moment, dafür gab es doch einen Erfolg, glaube ich, wenn ich schaff. Jetzt bin ich gerade rausgetappt hier aus dem Spiel. Na komm. Na komm. Oh, ich schon wieder raus. Na komm. Oh, ist die Steuerung beschissen? Na komm. Triff den. Ja! Nimm das und sehen. Hast du genug? Okay, Erfolg konnte ich nicht erreichen. Vielleicht probiere ich endlich das wieder was los hier. Ich bringe ihn raus und halte seinen Kopf in kaltes Wasser. Vielleicht kann er dann wieder klar denken. Innerhalb seiner Möglichkeiten. Das ist eine gute Idee. Wenn wir nüchtern sind, können wir wieder betrunken werden. Oh, aua. Ah, läuft er einfach über mich drüber. Lass mich. Ich kann schon rein. Was machst du denn? Du solltest doch nur so tun, als würdest du trinken. Der rote Pirat sollte einschlafen, wir hätten die Wachen überwältigt, uns die Lampe geschnappt und uns aus dem Staub gemacht. Das war der Plan. Plan, Schmarrn. Ich hab das gebraucht. Und außerdem, hast du dich hier mal umgesehen? Die ganze Insel ist wie ausgestorben. Keine Menschenseele hier. Nur der rote Pirat. Und dem fehlt jeden Tag eine Tasse mehr im Schrank. Und sein Kunstgeschmack lässt auch zu wünschen übrig. Da bist du ja. Komm, wir verschwinden hier. Hier stimmt was ganz und gar nicht. Auf zu Mary! Au. Okay, scheint so, als hätten wir wieder die Steuerung und wir sind jetzt das Vieh, wenn ich das richtig sehe. Und die Statuen sehen mir doch arg verdächtig aus. Polyptus Brunschlamm. Ja, Polyptus Brunschlamm. Und Harshut Gula, genau, richtig. Die Pfanne nehme ich jetzt mal noch nicht. Ich habe es vorher schon mal ganz kurz bis an die Stelle gespielt und habe auch bis dahin aufgenommen. Allerdings, die Pfanne, da scheint es irgendwie abzustürzen. Deswegen machen wir erstmal noch die anderen Sachen. Mal schauen, was gibt's denn noch hier alles? Oh, betrachte die Palme, können wir auch machen. Nox, genau. Nox. Das da ist unprofessionell. Ein abgehalfterter Pirat und sein Bettvorleger. Hätte es besser wissen müssen. Gluck-Gluck-Ex. Ja, Gluck-Gluck-Ex. Bablo? Bablo. Ja, etwas stimmt nicht. Eine fliegende Insel? Nur von Piraten bewohnt? Hier müsste das Leben pulsieren. Buddelubut. Richtig. Stattdessen keine Menschenseele. Nur ein paar Tiere und hässliche Statuen. Ja, die sind alle verwandelt worden durch irgendwas. Und ich glaube, das war wieder unser unfähiger Genie, oder? Kann der das gewesen sein, dass er hier alles in Stein verwandelt hat? Naja, Fluffy Gin? Nein. Ich werde diese Insel nicht ohne die Beute verlassen. Ein Djinn, der einem 3 Wünsche erfüllen kann. Das ist fast so gut wie euer Artefakt des Schicksals. Lotterjuk? Solange Nate nicht ansprechbar ist, können wir gar nichts machen, fürchte ich. Jukaluk, Blegal! Ihr habt Glück, dass die Mary angekettet ist und die alte Fregatte nur noch Nate gehorcht, seit er ihr mal das Leben gerettet hat. Sonst hätte ich mir längst die Lampe geschnappt und mich aus dem Staub gemacht. Sorg einfach dafür, dass Nate wieder zu sich kommt, okay? Okay, Fluffy Gin. betrachte die Aushänge, was haben wir denn hier? Okay, da gibt's nichts. Pranger?
Na nee, ist es jetzt schon wieder abgestürzt hier, oder was? Okay, dafür scheint es wohl noch keine Animation zu geben. Okay. Dann laden wir nochmal Autosave. Oh, klasse. Ich muss echt aufpassen, was ich hier so anklicke. Okay. Mit ihm haben wir gerade eben schon geredet. Und jetzt scheint auch wieder oben dieser weiße Punkt hier. Und ich habe keine Ahnung, was genau los ist. Moment, nochmal. Spiel laden. Oh. Okay, gehen wir zur Anlegestelle. Dann schauen wir uns die Sachen lieber nicht an. Vielleicht gibt es ja dafür einfach noch keine Sequenzen entsprechend. Und ja, was haben wir hier alles? Wir haben einen seltsamen Vogel. Betrachte das magische Schloss. Betrachte den Pollon. Horshut Gula. Horshut Gula, genau. Oh. Rede. Lass die Erdnüsse liegen, du hässlicher Vogel. Oh, was für ein süßer SpongeBob-Vogel. Ah, finde ich ja nett, dass der auch mitmacht. Ja, können wir das öffnen? Alarm! Okay, dann ist das jetzt wohl unser Alarmvogel. Und was habe ich mit dem hier? Ah, okay. Also hier so ein Brunsala-O. Brunsala-O. Genau, benutze den Brennspiegel mit Grille etwas Geflügel. Ah, blödes Viech. Gut, können wir sonst irgendwas verbrennen? Die Mary wäre natürlich ein bisschen blöd, wenn wir hier jetzt einfach unser eigenes Schiff irgendwie in Brand setzen. Ich meine, ich kann es ja mal probieren, trotzdem nochmal. Und schon wieder ist es abgestürzt. Ach komm, was ist... Nochmal Autosave. Ah, komm. So, hier sind wir. Wir haben hier und offensichtlich können wir hier gerade recht wenig machen. Wenn wir an das eine dran gehen. Mary. Richtig, unser Schiff. Was ist jetzt schon wieder los? Ist jetzt schon wieder... Was? Ich hätte echt noch ein bisschen warten sollen, aber... So, also gehen wir mal zurück. Schauen wir mal, ob wir in der Stadt noch ein bisschen was tun können, beziehungsweise ob wir noch was nehmen können. Gehen wir mal entsprechend in den Palast rein. So, was haben wir hier? Ein Schwert im Stein. Sing. Ja, ein Sing. Plutsch. Plutsch. Okay. Was haben wir hier? Betrachte den Kompass. Horshut Gula. Horshut Gula, genau. Der Bocker. Oh, cool. Da haben wir... Nimm die Öllampe. Was ist los? Okay, wir müssen also den Affen irgendwie ablenken. Und wieder mal bewegt sich hier rein gar nichts. Ach komm, Mädels. Ich hab die ganze Zeit diesen Weitermachen-Pfeil. Aber dann passiert irgendwie nichts. Spielladen, Autosave. Ach komm. So, was können wir hier? Betrachte den roten Piraten. Alle weg. Allein gelassen. Allein. Ach, so kann ich echt nicht spielen. Das ist gerade echt grausam.
hier die ganze Zeit gehen. So, betrachte das Tuch. Nicht, das ist meiner. Und er hat schon genug Schaden angerichtet. Entschuldigung. Luca Luke Brigal. Genau, Luca Luke Brigal. Gut, was haben wir hier bei dem... Da haben wir noch ein Buch. Ich. Ah, was haben wir hier? Wir haben Mojito. Okay, dann haben wir hier Baboon's Bottom. Der Affenarsch. Gluck Badoon? Gluck Mojito. Genau, Gluck Mojito. Okay, da fällt auch noch der Ton. Ah, hier. Burning Mary? Nee. Unsere Mary. Okay. Okay. Was ist hier dahinter? Der Katerkiller, das klingt doch mal. Gut. Und offenbar sollte man den auf keinen Fall machen. Genau, Gluck Gluck Ex, damit kriegen wir ihn dann irgendwie. Okay. Rezept des Katers. Milch, Salz, Pfeffer, Minze. Okay. Dann werden wir den entsprechend mal probieren doch zu machen. Aber irgendwie scheint sich schon wieder nicht zum Bewegen. Na, Spiel fortsetzen. Ich komme nicht raus. Es ist heute wie verhext. Ich glaub's echt nicht. Ich muss mal nachher ins Forum reinschauen, was da entsprechend los ist. Oder ob es da schon irgendwie ein Update dafür gibt. Oder ja, ob ich es einfach bei Steam nochmal entsprechend... Okay. Okay, den hab ich. Und die vordere Seite scheint irgendwie nicht zum Verschwinden. Okay, ich habe sie wieder drin und gebe sie jetzt. Okay, der Affe scheint sich zum Weigern, diesen Trank zu machen. Was auch gut verständlich ist, weil es nimmt ihm natürlich die Kundschaft irgendwie weg. Okay, ich würde sagen, wir machen einfach mal hier eine Pause. Ich schau mal, ob ich irgendwie das über Steam irgendwie neu installieren kann oder was genau das Problem ist jetzt gerade hier am Spiel oder ob ich einfach einen Rechner neu starte. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es hat irgendwas mit diesem kleinen weißen Punkt oben zu tun und ich bin gerade echt ein bisschen verwirrt. Ja, vielleicht wenn ihr eine Lösung habt oder es auch schon bis dahin gespielt habt, könnt ihr mir ja schreiben, was genau los ist oder was das Problem ist. Ich wäre euch sehr dankbar und ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Hoffentlich dann mit, ja, läuft's besser. Also, bis dann. Ciao, ciao.